das Grundrecht auf Streik. Und es wird fast nie darüber gesprochen. Auch die Gewerkschaften selber, man muss es sagen, stellen nicht die politischen Forderungen, das zu ändern. Und die Kollegen werden immer mehr in die Enge getrieben. Der Murat wird das wunderbar erzählen können. Der wird sagen, ja, wir stehen vor dem Betrieb, wir sind so und so viele, die streiken. Und dann marschieren irgendwelche Leute von außen herein und dann versuchen wir da über das Gericht das zu stoppen. Es geht nicht. Der Arbeitgeber stoppt es. Der macht einen Titel und dann wird angedroht Geld. Und dann müssen sie eine Gasse bilden und dann ist aus. Tarifverhandlungen ohne Streikrecht nichts anderes sind als kollektives Betteln. Anstatt das Grundrecht auf Streik zu schützen, werden diejenigen geschützt, die das Grundrecht auf Streik aushebeln. Letztlich muss das Ziel sein, den organisierten Streikbruch durch den Arbeitgeber praktisch unmöglich zu machen, zu verbieten. Das Recht in Frage zu stellen, und das müsste man in dem Fall hier machen, indem man entsprechende politische Forderungen zur Veränderung der Rechtsordnung stellt. Und dazu möchte ich etwas sagen.